Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Mit Schwester Katharina, Franziskanerin in Olpe. Ich begrüße Sie herzlich zum gemeinsamen Beten heute Morgen. Ambrosius von Mailand, an den die Kirche heute denkt, gehört zu den großen Kirchenvätern, den vier lateinischen Kirchenlehrern der Spätantike. Er war aber zunächst Jurist und im Dienst des Kaisers und ungetauft. Als die große Menge der Christen Mailands in der Basilika versammelt war, um den neuen Bischof zu wählen, fiel die Wahl auf Ambrosius. Ihm hat man zugetraut, in den Richtungsstreitigkeiten der damaligen Kirche zu vermitteln. Er sah sich allerdings in keiner Weise auf ein solches Amt vorbereitet. Er befand sich als Katechumene noch in der Vorbereitung auf die Taufe. Er musste ohnehin erst seinen Dienstherrn fragen. Schließlich war er in kaiserlichem Dienst, den er nicht ohne Rücksprache quittieren durfte. Erst auf kaiserliche Intervention hin nahm Ambrosius das angetragene Amt an. Innerhalb einer Woche, muss man sich vorstellen, empfing er die Sakramente der Taufe, der Weihe zum Diakon, zum Priester und das seiner Bischofsweihe. So stand dem nichts mehr im Weg. Ich finde das sehr spannend. Mir ist schon klar, dass sich die Art und Weise der Auswahl und Ausbildung der Kleriker über die Jahrhunderte entwickelt hat. Aber an Ambrosius sieht man sehr deutlich, dass es ja auch heute vielleicht mal wieder anders gehen könnte. Spannend. Und es gibt von ihm einige sehr interessante Aussagen, die selbst 1600 Jahre später für das Leben als Christen immer noch gültig sein könnten. Er sagt zum Beispiel, Wissenschaft ohne Handeln, ich weiß nicht, ob es nicht mehr Ballast ist. Oder er sagt, es ist nicht genug, wohlwollend gesinnt zu sein. Man muss auch wohl tun. Und ich finde, für unsere Zeit heute wieder hochaktuell ist die Aussage von ihm, wer Unrecht von seinen Mitmenschen nicht abwehrt, ist ebenso schuldig wie jener, der es begeht. Da haben wir aber echt zu tun. Das könnte Programm sein für mehr als eine Adventszeit. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.